Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Max Payne. Im letzten Part haben wir hier schon einen Weg weitergefunden, aber ich gucke nochmal, ob es hier noch irgendwo was gibt. Hier vielleicht. Ne, hier bin ich gerade gewesen. Von da kam ich. Na gut, okay. Dann da durchs Nuttenzimmer. Oh, 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 oh. Dass Max das ausgehalten hat, die treffen anscheinend nicht sehr gut. Oh, Fahrstuhl. Möchte ich noch nicht rein. Fahrstühle sind meistens so Punkte, an denen man nicht mehr zurückkommt. Da möchte ich mich doch erst nochmal umgucken gründlich, aber ich sehe jetzt hier nichts mehr. Also fahren wir mit dem Fahrstuhl. Der alte Dienstaufzug rumpelte abwärts in die Eingeweide von Jack Lupinos Hotel. Und da sind wieder Ratten. Na, der rumpelt aber echt mehr, als das er fährt. Ich hatte erwartet, jetzt direkt empfangen zu werden. Von Ganoven. Am besten noch während ich im Fahrstuhl bin. Aber nö, da war das Spiel fair genug, mir eine Chance zu lassen, zu realisieren, wo meine Gegner sind und alles. Das ist doch nett. Oh. Ich wollte mich hier eigentlich noch umgucken. Ich dachte schon, die hätten sich alle selbst umgebracht, aber der eine war hartnäckig. Im gesamten Drei-Staaten-Gebiet wird vor überfrierendem Regen und schwerem Schneefall gewarnt. Viele Straßen wurden bereits gesperrt und die Einwohner werden angewiesen, die Häuser nicht zu verlassen. Der schwere Blizzard hat New York jetzt seit 3 Tagen heimgesucht und noch ist kein Ende in Sicht. Seit dem Beginn des Valkyr-Falles hatte es heftig geschneit und der Wetterbericht sagte voraus, dass noch jede Menge zu erwarten war. Aber der Schnee war auf meiner Seite. Die Chancen, dass unschuldige Passanten ins Kreuzfeuer gerieten, waren niedriger. Na, das ist schön, dass Max sich immerhin noch um die Passanten sorgt. Irgendwie sympathisch. Jetzt ist das aber ein bisschen billig, dass sie hier exakt dieselbe Textur wie bei dem einen Poster genommen haben, wo eine Kamera hinter war und hier ist dann einfach keine. Da haben sie das Loch. Sie hätten auch einfach in das andere Poster tatsächlich ein Loch machen können. Naja. Das ist aber auch nur eine Kleinigkeit. Okay, da ist nichts von Begehr. Warum stapeln die so viele Kisten, in denen nichts drin ist? Oh, jetzt zerstören wir alles, was da drin ist. Vielleicht ist das Glas. Oh nein. Max, der Psychopath, zerstört Glas in Kisten. Das gehört nicht mal ihm. Yo. Oh, verdammt. Wow! Das konnte ich aber echt nicht ahnen, dass der da ist, oder? Muss ich das hier nochmal machen? Kann da auch die Sachen, die im Regal drin sind, zerschießen. Sehr cool. Also diese ganzen kleinen Details gefallen mir doch sehr, sehr gut. Ja, das kennen wir schon. Das kann man zum Glück überspringen. Dann speichere ich hier mal. Oh, da ist eine Kiste. Aber es ist nichts drin. Okay, das war's auch schon. Da ist hier keiner mehr. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Kisten was drin war. Ich weiß aber, dass ich die auf jeden Fall kaputt machen möchte. Komm, Max. Triff doch mal. Stellt sich an wie der Funk Royal. Sind ja auch namentlich verbunden.
Habe ich gut gerettet, oder? Ja. Nee, der hat eine Schrotflinte. Da will ich auch eine Schrotflinte. So. Eingeheimst haben wir es hier. Und da wäre der andere Eingang gewesen. Guck sie dir an, Max. Ein Toter an einen Stuhl gebunden lag auf dem Boden des Kesselraums. Captain Baseball Batboy ist bei Spielen um Leben und Tod und der Superhelden umgeschlagen. Aber ein 6er-Pack Rotbier macht mich jedes Mal fertig. Die Mordwaffe war ein Baseballschläger, der jetzt in einer Lache getrockneten Blutes lag. Daneben lag eine Zeitung mit einem Comicstrip von Captain Baseball Batboy. Das ist mir schon aufgefallen, Max. Finde es aber auch wichtig, das Offensichtliche nochmal in Worte zu fassen. Wenn er Spaß dran hat, will ich ihn nicht aufhalten. Nochmal Schrotflintenmunition eingesackt. Oh. Team in LA oder Mexiko. Die Jungs wären ja nicht mal braun. Wenn ich Blutsauger wäre, würde ich Hobby erwischen. Das war ein berechtigter irgendwie Einwand, fand ich gerade. Natürlich nur auf einer Humorebene, aber berechtigt. Ist mir noch nie irgendwie aufgefallen. Aber ich wusste auch nicht, dass Vampirfilme irgendwie in L.A. oder New York spielen. Ich dachte, die spielen alle in Transsilvanien. Also die ernstzunehmenden. Naja, okay, stimmt gar nicht. Blade. Naja. Aber Blade ist ja auch ein Vampirjäger. Ist ja auch nicht das ganz typische Vampir-Szenario. Das ist da bestimmt gerechtfertigt. Da hätte der bestimmt keinen Einwand gegen gehabt. Gentlemen, kommen wir zum Geschäft. Grünes gegen Grünes. Tränen eines grünäugigen Engels. Amen. Munition für die Bereiter ist voll. Hol den! Oh, verdammt, verdammt. Das habe ich doch ganz gut hinbekommen. Ich dachte aber, die Granate macht der Fett hat. Das mit einer Verhaftung wegen Drogenbesitz geändert. Oder hat sie ganz viel gemacht und die waren nur halt noch mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, dass da immer noch ganz viele waren. Eine Verhaftung wegen Drogenbesitz. Ja, aber du bist kein Polizist mehr, Max. Oder, naja, handelst zumindest nicht mehr wirklich nach dem Gesetz. Der ist ja winzig. Ein Barschlüssel. Ein subtiler Schlüssel, ein dezent kleiner. Immer gut. Oh, nochmal ein Molotow-Cocktail. Granaten, wie die hier fliegen im Spiel, gefallen mir sehr gut. Ich habe da oft ein Problem mit, das Geräusch ist super. Weil sie einfach zu, naja, nicht weit fliegen. Das nervt mich immer. Aber hier ist das ganz gut. Bisher. Vielleicht gibt es da ja noch irgendeine Änderung, weil ein Riss im Raumzeitkontinuum entsteht oder so. Kann ich den Schlüssel irgendwie einsetzen? Nee, dann ist mit Restaurant wohl nicht die Bar gemeint. Okay, nee. Da ist eine Bar, die auch tatsächlich als das ausgeschildert ist. Da nochmal die Hotline. Wir haben wieder Schmerzmittel, die wir gerade auch nicht einsetzen müssen direkt. Das ist ja bisher eine Seltenheit. Do not disturb. Zwei eiskalte Killer, bereit sich gegenseitig umzubringen. Sie gehen in den Nebenraum und ich dachte, jetzt machen sie es. Aber nein, sie haben sich einfach nur vor den Fernseher gesetzt und ein verdammtes Prügelspiel gezockt. Und dabei legen sie ihre Differenzen bei. Ich kann dir sagen, ich war sowas von deprimiert, dass ich sie beide mit dem Joystick-Kabel erwürgt habe. Oh, Rico, du bist so ein böser Junge. Das bin ich wirklich. Was sie da jetzt wohl macht? Rico Muerte, bei der Arbeit. Wer zum Teufel? Verdammter Bulle! Muerte zog seine Kanone. Und ich auch. Natürlich, hier sind jetzt auch noch Gäste, die auch direkt auf mich schießen. Sie schreckt auch nicht davor zurück. Was? Den habe ich gar nicht gesehen, den. Oder waren das zwei? Keine Ahnung, es sah eher nach zwei Jahren aus. Können ja die Cutscene gleich überspringen. Will ich vielleicht doch lieber eine Schrotflinte ausrüsten? Ich glaube schon.
bisher. Du hast voll viel Schrotflintenschüsse reinbekommen, Mädel. Was soll denn das? Auf ein neues. Ah, okay. Okay, die nehmen die Deckung zur Kenntnis und nutzen die auch. Was? Oh. Ich bin echt nicht gut. Ich bin echt nicht gut, aber das Laden geht so schön fix. Mich gerade echt beeindruckt. Hält hier irgendwie echt am meisten aus. Aber jetzt haben wir es doch geschafft. Dann speichere ich da direkt mal. Werf noch eine Schmerztablette ein. Die Kassen geben mir hier ja auch nichts. Unfreundliche Dinger. Oh! Aber hier lagen anscheinend Schmerztabletten. Ich habe zumindest das Geräusch dafür gehört, wenn man welche aufhebt. Und er hat immer noch keine Hose an und wow. Konnte. Ah nee, ich will nicht speichern, ich wollte laden. Gut, dass es nicht geht. Ich hau da mit einer Schrotflinte auf ihn drauf und der macht einfach nix. Oh, verdammt. Ja, keine Hose an. Oder nur so halbwegs. So muss man sterben. Sehr elegant. So endet man auch respektabel. Die antike Schalttafel war immer noch in Gebrauch. So, und Schmerztabletten gab es auch wieder. Damit kann ich leben, mit dem Leben, mit dem Lebensstand. Im Hinterzimmer der Rezeption befand sich eine alte Telefonschalttafel, die das Abhören des Telefons zum Kinderspiel macht. Man konnte sich gut einen fetten, schwitzenden Zuhälter mit Kopfhörern vorstellen, der seine Nutten belauscht, wie sie schmutzig redeten und Orgasmen in den Partylines vortäuschten, den Lebensadern von New York. Jetzt war jedoch eine andere Art, Stöhnen und Keuchen zu hören. Was? Gunniti, ist es Max Payne? Er hat uns alle fertig gemacht, abgeknallt. Willst du mich verarschen? Er ist nur ein lausiger Bulle. Besser du verarschst mich, Mann. Macht ihn fertig. Was ist euer verdammtes Problem? Hallo? Antworte mir. Hallo? Jetzt war es raus. Ein tödliches Virus war in den korrupten Kreislauf der Stadt freigesetzt worden. So verrückt kann die Welt sein. Max Payne auf der Flucht. Okay. Gut, dass du von dir in der dritten Person redest. Das lässt sich nicht noch ein bisschen psychopathischer wirken. Das können wir hier sicher aufmachen. Da ist ein Schalter für gewesen. Nee, damit macht man irgendwas anderes. Okay, dann gehen wir hier lang. Okay, komm, wir spielen um unser Glück. Nee, das war nicht gut. Kann man hier... Ist das wirklich... zufällig? Nee, okay. Ist immer dasselbe. Jetzt bin ich schon so verwöhnt von diesem Detailgrad, den sie hier anstreben. Dass ich ein bisschen enttäuscht war, als das hier jetzt gerade nicht so, wie ich es gedacht habe, war. Okay, die sind alle gleich. Was haben wir hier hinten? Oh, das kann man auch machen. Ich meine, das ist kein Minispiel oder sowas wie in anderen AAA-Spielen immer reingedrückt werden. Aber man kann es drücken. Und das ist für die damaligen Zeiten so technisch echt beeindruckend, finde ich.
Sind die gerade beide nacheinander direkt draufgegangen? Welcome to New York. So. Was haben wir hier? Die Lounge geht nicht auf. Hier hinten irgendwo Schmerzkiller. Natürlich nicht. Dann geht's hier jetzt weiter. Nicht. Ich bin überrascht. Von wo kamt ihr? Muss ich vielleicht wieder gehen? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ach ja, ja, da bin ich ja runtergesprungen. Nee, aber ich muss doch nicht hier rein, nur um wieder zu gehen. Das wäre doch Blödsinn. Habe ich da hinten wieder irgendeinen Schalter gedrückt, der irgendwas zumacht? Könnt's mir gut vorstellen. Ah, okay. Es ist zeitweise offen, wenn man drauf drückt. Und nicht unendlich lang. Das erklärt es. Umdrehen, weggehen und die ganze Stadt in die Luft jagen. Das wäre das absolut Beste gewesen. Schätze, so schlau war ich nicht. Lupinos Mietshäuser waren ein schäbiger Sammelplatz für alle Spielarten des Elends. Ein Schnapsladen, ein Pfandleiher, ein Waschsalon voll mit Buchmachern und Krediteien. Und das war noch lange nicht alles. Es war für mich ein Rätsel, dass sie wussten, dass ich ein Kopf war. Sie wussten, dass ich kommen würde. Und deshalb hatten sie alle nervöse Zeigefinger. Das klingt gar nicht gut. Plötzlich war Lupinos Aufenthaltsort hell erleuchtet. Eine Bombe ging in die Luft, verwandelte den Schnee in flüssiges Gold. Die Feuersäule schleuderte die Überreste eines Autos in die Luft. Die Flammen wurden von der Motorhaube eines schwarzen Mercedes reflektiert, der die Straße entlang fuhr. Unendlich langsam, als hätte der Fahrer alle Zeit gerannt. Ich konnte den Beifahrer genau erkennen. Es war Wladimir, der Kopf der hiesigen Russenmafia, die Fliege in Don Punchinellos Suppe. Das Klingeln im Ohr war das Geräusch eines ausgewachsenen Mafiakrieges. Wodka. Sehr kreativ. Wirklich. Alle Achtung. So wird mir auf elegante Art und Weise der Weg versperrt. Eine Bombe explodierte in der Bruchbude nebenan. Eine glückliche Atempause. Die Gestalten drinnen waren verstört, aber das Glück kommt niemals frei aus. Drinnen konnten noch weitere Bomben ticken. Die Cops waren sicher schon auf dem Weg. Jack Lupinos Suite befand sich im obersten Stockwerk. Zumindest war sie dort vor der explosiven Renovierung. Explosive Renovierung. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns das an. Für heute ist hier erstmal Schluss. Mit Max Payne, mit mir, dem Vogel. Macht's gut. Tschüss.